Oh, 6-Brücken-Test muss sein. Erster Gang muss sein. Ready? Ich bin bereit. Sagen, aber der nimmt überhaupt kein Gas an. Ja. Der hat überhaupt kein Gas angenommen. Benzin mit dem Neuen, Jungs. Ach du Scheiße. Scheiße. So, willkommen bei Kfz-Fuzzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist sehr, sehr interessant gewesen. Wir sagen die ganze Zeit so, der Wagen zieht nicht. Fahren. Ich so, ja, Samet, das ist der Luftmassenmesser. Samet, ja, kann sein. Ich so, nee, die Lambda-Sonde. Dann, nee, Luftmassenmesser. Merkst du, bei Vollgas zieht der nicht. Ja, auf einmal ging der aus und dann haben wir gesagt, hä, was ist da jetzt los? Aber mit dir alles noch sehen. So, Samet, hier. Einmal, was wir alles erneuert haben bei dem. So, hier war der Übeltäter. Das war dieser Schlauch hier. Ja, der ist jetzt abgebrochen. Hm. Der war jetzt nicht abgebrochen. Hier war das Loch hier. Kannst du es gut sehen? Hier war das Loch. Der war hier so zum Ölkühler hier, ist er rausgeschossen und dann war er überall kaputt. Ne? Egal, wo du den jetzt anfasst, das Ding bröselt auseinander. Da habe ich natürlich alles erneuert. Ne? Thermostat, die ganzen Dinger, die ganzen Schläuche. Dann die Bremsscheibe. Die Bremsscheiben waren ja tot bei mir. Hier sind die Klötze. Oder besser gesagt, was davon übrig geblieben ist. Hier ist einmal die Bremsscheibe. Die habe ich einmal abgedreht. Ich wollte euch ein Video eigentlich machen, wie ich abdrehe. Und dann haben wir gesehen hier, zum Beispiel, guckt euch mal die Risse an. Diese Risse. Lebensgefährlich. Ne? Das habe ich einmal lackiert nochmal. Ne, und dann, als ich hinten die Risse gesehen habe, war wieso vorbei, habe ich gesagt, da wird nichts mehr gemacht. So, wir fahren heute eine Runde. Oder besser gesagt, wir haben schon eine Runde gefahren. Wir zeigen euch einmal den geilen Sound nochmal, wie er sich anhört, weil jetzt ist ja alles in Ordnung, kein Wasserverlust. Wir können jetzt drücken, ja, nur es ist gerade was passiert, aber das wird ihr im Video sehen. Und das Geile war nur, ich und Samet haben nur spekuliert, es ist die Lambda-Sonde, nein, das ist der Luftmassenmesser, nein, das ist die Lambda-Sonde. Und dann schaut mal, was passiert. Also das ist krank. Das ist schon geil. Also wir haben heute Feierabend, wir haben echt eine anstrengende Woche gehabt. Und dann haben wir uns gesagt, weißt du was, lass doch mal eine Runde VR6 fahren, weil der Samet hat den noch nicht gefahren. Leider noch nicht. Leider, also er ist auch noch nicht mitgefahren. Und wir haben gesagt, wir fahren mal heute eine Runde. Und jetzt fahren wir eine Runde und genießen diesen Sound. Wir lassen einfach den Tag einfach ausklinken. Mit dem V6. Was gibt's Schöneres? Was damit? Gar nichts. Bei dem Wetter. Also echt Cabrio, ne? Wir haben hier auf, Dach auf. Das ist Hammer. Sieht man, glaube ich, ja. Sieht man? Ja. Machen wir mal. Mal schauen, wie er sich wie er so beschleunigt. Wir sind auf der Landstraße. Das ist so Hammer, ja. Ey, das ist. Ey, der hat so eine Kraft, das Auto. Aber wie, ne? Ja. Wie einfach die Reifen so durchdrehen. Ja. Es ist, als wäre das nichts. Der zieht so unnormal gut. Aber bisschen Luftmassenmesser, bin ich immer noch der Meinung. Aber der Luftmassenmesser von dem ist so teuer. Muss den noch einmal sauber machen. Aber danach ist er perfekt. Aber dennoch. Fühlt man die Kraft, wenn man hier drin sitzt. Auf jeden Fall. Also du hast so, der hat so eine Kraft, das Auto. Ja. Die Maschine hat so eine Kraft, das ist unglaublich. Auf jeden Fall. Ups. Ja, die. Das ist immer so Hügel.
hört sich schon an wie ein Formel-1-Auto, ja? Ja. Ne? Und ich gucke ja Formel 1. Das ist wie Formel 1 Auto, habe ich das Gefühl. Ja, das ist Hammer. Okay. Ja. Warum auch wieder ein Ding, so eine Brücke? Das ist nicht normal. Ein geiles Teil. Das ist so ein... Also, ne, wo wir dem ersten Mal gefahren sind mit Osman, konnten wir nicht drücken wegen Wasserverlust. Aber jetzt ziehe ich ja die Gänge ganz durch. Und du hörst, also das ist krank. Das ist wie Formel 1. Ne? Ja. Das ist... Schon geil, ja. Komm, bei so einem Wetter so einen zu fahren, ist ein Traum. Traum. Ja, wer würde jetzt um die Zeit noch, also bei dem Wetter mit Cabrio fahren, aber wenn du so einen Sound hast, dann würde ich sogar im Regen fahren. Ja. Ehrlich. Geil. Einfach nur geil. Summit, da kommt noch ein Turbo rein. Boah, das ist dann wirklich. Also wenn er sich jetzt so kräftig anhört, so zieht, dann will ich nicht wissen, wenn da ein dicker, fetter Turbolader noch drin ist. Das ist und Hammer. Da kann ein richtig großer rein, ja, so viel wie da Platz ist. Ja, GT30, GT35, GTX wäre natürlich auch gut, aber da brauchst du natürlich das hier. Aber ich meine GT35. Realistisch. Realistisch, weil der zieht ja so hoch. Da bin ich aber mal gespannt. Zwei Stück und die passen irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob ich zu doof dafür bin, ehrlich. Ich werde den auf jeden Fall zum Karosseriebauer schicken, zu Bader. Und er muss das auf jeden Fall machen. Ich kriege das nicht gebacken. Summit. Du weißt doch, den anderen habe ich ja gut ja, gehabt, letztens, den V6. Ja. Dann dachte ich, okay, der ist der falsche. Dann habe ich den geholt, das ist der Originale hier für Dings. Beides sind Originalteile und beides passt nicht, finde ich. Keine Ahnung. Nicht so, andere Felgen kommen drauf. Da zeige ich euch, wie ich die aufbereite. Die sind noch nicht fertig, da kommt nochmal ein separates Video. Und dann gibt es noch ein Video über den Lupo. Da haben wir was Interessantes entdeckt. Da habe ich bei VW was angefragt, aber das wird ihr nochmal im Video sehen, weil... Den fahren wir nochmal, bevor wir den verkaufen. Wie immer, traditionell wird der gefahren. Einmal nur auf 100 gemessen und so weiter. Und dann fangen wir ja mit unserem Lupo-Projekt an. Aber dazu kommen wir noch. So, erstmal viel Spaß mit dem Video. Und ja, genießt einfach diesen Sound. Das ist krass. Ne, Samet? Das ist einfach nur göttlich. Dieser Sound... Also, das ist Orgasmus für die Ohren. Ich weiß nicht, was sagst du? Das ist ein Traum, wirklich. Also, Tunneltest muss sein. Finde ich auch. Ne? Also, VR6 Brückentest muss sein. Erster Gang muss sein. Ready? Ich bin bereit. Was war das denn? Alter, das ist ja mein M3 Nix. Boah, der hat sich richtig geil angehört, ne? Boah, das müssen wir nochmal machen. Da bin ich dabei. Ey, Samet, das müssen wir einmal draußen machen. Was war das für ein Sound? Nochmal. Ja. Boah.
kann mir nicht vorstellen, dass das auf der Kamera, also in der Kamera genauso, sich genauso anhört. Ja. Glaube ich nicht. Live muss man das erlebt haben. Boah. Brücke. Das macht schon richtig Spaß. Hey, wir brauchen eine ganz, ganz, ganz lange Brücke. Ja. Ganz, ganz lange Brücke. Auf Summit. Jeden Fall. Da müssen wir uns irgendwann mal was einfallen lassen. Eine ganz, ganz lange Brücke mit diesem Sound, das ist... Warum hat V6 so einen geilen Sound? Liegt das an dieser Ansaugbrücke? Was sagst du? Doch, ich sag auch, ja natürlich. Sechszylinder, aber ich sag auch diese Ansaugbrücke. Mega geilen Sound. Weil der hat so eine lange Ansaugbrücke. Ja. Ich glaube schon, dass er auch ein bisschen da darum diesen geilen Sound hat. Das heißt, viele, die Turbo umbauen, haben nicht mehr diesen geilen Sound, weil die ja diese Ansaugbrücke rausholen. Okay. Und ich würde diese Ansaugbrücke nicht rausholen. Genau deswegen. Nee, will ich ja noch nicht. Hä? Will ich ja noch nicht. Ja, wird halt nur schwerer zu umbauen, aber ich meine... Egal, es macht Spaß. Neue Luftmassenmesser rein, neue Landersonde rein und das Ding läuft wieder Bombe. Läuft trotzdem Bombe, aber das gefällt mir halt nicht. Also manchmal kommt der, manchmal nicht. Ja, der wird immer öfters, ne, habe ich das Gefühl. Ja, am Anfang war das gar nicht so. Ja, jetzt merke ich das auch, aber jetzt zum Beispiel. Und jetzt habe ich das extrem gemerkt. Ja, ja. Ja, jetzt. Die will ja nichts sagen, aber der nimmt überhaupt kein Gas an. Ja. Der hat überhaupt kein Gas an, genau. Benzin mit dem Leuchter. Ah, stimmt, mit dem Benzin, ne? Ach du Scheiße. Oh oh. Ach du Scheiße. Scheiße. Mhm. Also Tank zeigt viertel voll an oder leer, wie auch immer. Und das Ding startet nicht. Und ich hoffe, es liegt an links, an dem leeren Tank. Werden wir gleich sehen. Wir sind auf jeden Fall stehen geblieben. Ja, ich schluck noch. Jetzt wissen wir auch, warum er nicht immer gezogen hat. Ne? Weil der Tank leer war. So. Also ich bin mal gespannt, ob der jetzt anspringt. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Ich bin mal gespannt. Ja? Jetzt bin ich auch gespannt. Bin ich auch. Jetzt bin ich auch gespannt. Oh-oh. Also Samet, der springt nicht an. Keine Ahnung, aber der springt nicht an. Willst du mal ein bisschen die Zündung anlassen und dann... Ja, ja, ja. Ja, jetzt stabilisiert er sich wieder. Stehen auch ganz blöd, ne? So. Ja, ein bisschen geknickt. Ja. So, Samet, geh du mal, nimm du den Dings. Den Polo? Ja, ich fahre den mal jetzt erstmal in die Werkstatt, nimm du den Polo bitte. Ja. Und wir sehen uns gleich in der Halle.
Und hier will ich einmal hier dem Veral, ich weiß nicht, Veral Güneş, der hat mir gestern 20 Euro überwiesen bei dem Spendenkonto. Deswegen Dankeschön und liebe Grüße zurück nach Bayern. Und danke für die 20 Euro. So, ich werde aber die Ansuchbrücke behalten, Samet. Auf jeden Fall, ich würde das auch nicht... Nein, du weißt ja, bei dem VH6 ist ja so, du kriegst hier eine Ansuchbrücke. Ja. Ne? Das möchte ich aber nicht. Ich werde diese Ansuchbrücke behalten. Ich werde die behalten, das habe ich, glaube ich, auch bei Dings gesehen, bei Jim. Der hat den auch gehabt. Und okay. Danach halt, wenn ich mal irgendwann mal ihn fragen, wie er das gemacht hat, dann will ich das so machen. Ich will aber diese Ansuchbrücke haben. Weil ich finde, ohne diese Ansuchbrücke sieht er nicht schön aus. Nee. Ein VH6 macht diese Ansaugbrücke aus. Ja. Ganz ehrlich. Da gebe ich dir recht. Ne? Ohne das sieht das so nackt aus. Das ist so wie ein Mann ohne Muskeln. Das heißt, nicht so, ich meine, ne, als du wirst Muskeln haben, hast aber keinen. Aber versteht schon, weiß schon, was ich meine. Ja. Also nichts gegen Leute, die keine Muskeln haben. Nur ich mag Muskeln. Nicht, dass ich auf Männer stehe. Ich meine, ich mag Muskeln. Bei mir, nicht bei anderen. Versteht schon. Nein. Ja, aber ohne die Ansaugbrücke sieht das nicht so. Ja. Das macht es schon aus. Ja. Und ja, den baue ich auch noch ein. Da kommen die Felgen nochmal. Und dann gibt es nochmal ein Carporn. Und dann gibt es nochmal ein Video. Und dann gibt es nochmal mit Eidern ein Video. So, das war's heute. Heute haben wir, ich und Samet einfach mal spontan, weil ich habe heute gearbeitet bis 8.30 Uhr. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Ich will einfach heute den Tag mit einem V6-Sound abschließen. Und das war geil. Und Samet? Total geil. Erste Fahrt und... Du, kannst du dich eigentlich noch an dein Vaters V6 erinnern? Nein. Da warst du noch klein, ne? Ja. Das war Anfang 2000. Und dein Vater hatte ja den V6 gehabt. Damit warum bin ich hat ja er ihn verkauft, ey? Wir haben den ja 5-6 Jahre gefahren. Das war einer der letzten. Das war ein Special Edition. Und daher kenne ich auch den V6. Und der Vaters Auto war ja auch auf 200 PS knapp gechippt. Und das Ding ging ab wie Sau. Damals, Anfang 2000, war das Porsche Killer, hat man dazu gesagt damals. Ja, auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Euer Kfz-Fuzzi. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Bis dann. Haut rein. Ciao.